Wie wir wissen, ist Momonosuke an den Charakter Momotaro angelehnt. Ein kleiner Junge, der sich nach Onigashima aufmacht, um die bösen Onis zu besiegen. Von seiner Ziehmutter bekommt er Kibi Dangus, die ihm und seinen Gefährten die Kraft von 100 Männern geben. Otama kann mit ihrer Teufelsfrucht Kibi Dangus aus ihrer Wange ziehen. Bisher haben wir nur gesehen, was passiert, wenn ein Tier diese isst. Das Tier gehorcht dann Otama. Als Speed diese gegessen hatte, ist sie sofort mit Highspeed weggerannt. Hat sie durch die Kibi Dangus einen kleinen Powerpush bekommen? Was würde passieren, wenn Ruffy eines davon ist? In der Legende von Momotaro gibt ein Kibi Dango die Kraft von 100 Männern. Könnte Ruffy ebenfalls diese Kraft bekommen und so gegen Kaido antreten? Ich könnte es mir gut vorstellen, wie ein halb verhungerter Ruffy Otama bittet, ihm eine Kibi Dango zu geben, damit er wenigstens irgendwas im Magen hat. Und plötzlich wird er extrem stark. Ähnlich wie die Zauberbohnen in Dragon Ball, die einen dann wieder auf 100% Energie bringen. Nur dass die Kibi Dangos einen vielleicht noch stärker machen. Das Ganze könnte dann vielleicht aussehen wie so eine Art aufgepumpter Nightmare Ruffy. Was denkt ihr? Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das kleine Video gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, drückt doch einmal den Abo-Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.